Hallo ihr Sepplinge zum heutigen Elisha Online Update. Es ist ein verdammt lang erwartetes Update, denn ihr seid jetzt in der Lage, euer eigenes neues Pferd zu kaufen im Shop. Momentan ist es nur möglich, ein einziges zu kaufen und es wird auch noch nicht hier auf der Range herumlaufen, sobald ihr es gekauft habt. Das wird noch integriert werden in den nächsten Wochen. Sie planen damit dann das Pferdesystem komplett einzuführen, in mehreren kleineren Schritten. Eventuell wird dann auch bald das Level möglich sein, das weiß ich noch nicht, was sie wie gesagt sicher gesagt haben, dass es bald auch möglich sein wird, mehr als nur ein Pferd zu kaufen und dass man es eben auch hier sieht, das ist jetzt noch nicht drin, wundert euch also nicht, wenn es noch nicht hier rumläuft. So, Shop, schauen wir mal rein, Horse. Wir haben hier eben einmal die unterschiedlichen Farben, hier haben wir diesen Schabrackenschecke. Einen weiteren Schecken und den braunen. Die kosten 4000 Carats, haben allerdings, wie wir hier sehen, keine Verbesserung auf irgendwelche Werte. Also sie sind ganz genauso wie das Pferd, was ihr sowieso schon habt. Diese Pferde hier, die kosten mehr, haben aber auch entsprechend bessere Werte. Aber Achtung, sie sehen genauso aus. Oder ich muss mal gerade schauen. Nee, sie sehen nicht hundertprozentig genauso aus. Seht, sie sind ein bisschen andersfarbig braun. Haben aber fast dieselbe Farbe wie euer Standardpferd. Die kosten dann mehr, haben aber natürlich auch verbesserte Werte. Ich denke, ich werde mir jetzt fürs Erste dieses Pferd hier holen, da ich nicht so viel Pferd, ist auch gut, da ich nicht so viel Geld für ein weiteres Pferd ausgeben möchte, da ich mir das für die Zucht spare. Diese Farbe gefällt mir aber sehr gut. So, wir gehen jetzt auf Buy. Wäre instantly, mache ich mal hier aus. So, und jetzt werden wir hier gefragt nach einem Namen für das Pferd. Wir haben die Wahl zwischen koreanischen Schriftzeichen, zwischen normaler Schrift, also arabischen Buchstaben und wir können auch Klammern einfügen. Ich schaue mal gerade, ob auch ein Leerzeichen geht. Nein, catch me mit einem Leerzeichen dazwischen, das geht nicht. Ich könnte es also so machen. Ich mag das aber ehrlich gesagt nicht, wenn man zwei unterschiedliche, also wenn man einen zweigeteilten Namen hat und ihn dann direkt hintereinander wegschreibt. Deswegen, fragt mich nicht, aber ich finde irgendwie Gameplay einen voll coolen Namen für ein Pferd. So, das Ganze ist jetzt bestätigt. Und jetzt schauen wir mal. Wir gehen hier auf Horse Information. So, und hier unten haben wir die Anzeige für unsere Pferdeslots, für die Anzahl der Pferde, die wir haben können. Wir können aktuell 5 Pferde besitzen, könnten wir, wenn man denn schon mehr als eins kaufen kann. Und wir können das Ganze hier dann erweitern später. Dafür muss man im Shop ein Item kaufen, da weiß ich jetzt gerade ehrlich gesagt noch nicht, ob das möglich ist. Also erweitern auf keinen Fall. Ich weiß es nicht, ob es schon, es wird schon irgendwo angezeigt werden, das kann ich euch auch mal zeigen. Aber hier drüber könnt ihr dann euer Pferd wechseln. Ihr seht, 1 zu 1 dieselben Werte. So, und dann klickt ihr hier auf Change. Und zack, da sitzt ihr hier auf eurem neuen Pferd. Ah, es ist schön, mal eine andere Farbe wieder unterm Hintern zu haben. Muss ich ja sagen. Vielleicht sollte ich noch ganz, ganz, ganz viel Geld über haben hier. Im Laufe der Zeit, bis dann das Züchten eingeführt wird, hole ich mir vielleicht auch mal noch eins mit den besseren Werten. Das weiß ich noch nicht genau, das kann ich noch nicht sagen. Ja, aber so sieht es dann aus. Wir schauen mal kurz in dem Shop. Da wird das dann später unter Items drin sein. Und dann war das wo? Das waren, glaube ich, das waren diese Rollen hier. Mit diesen Rollen, wo unten dieser Pferdekopf drauf ist, erweitert ihr dann später eure Stallung, sage ich mal. Eure Boxenkapazität. Das geht jetzt aber noch nicht. Ihr seht auch, hier stehen noch keine Werte dran. Das funktioniert noch nicht. So viel jetzt auch erstmal zum Pferde-Update. Nächste Woche werde ich noch ein weiteres Video bringen. Denn hier unten, ihr seht, mein Home-Button blinkt. Das ist ab Level 12 und dann möchte ich euch mal zeigen, was sich hinter diesem Button verbirgt, was da jetzt neu ist. Management ist da neu. Also, unter der Woche noch ein weiteres Video und damit verabschiede ich mich erstmal für heute von euch. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare reinschreiben, ob ihr euch eines der neuen Pferde gekauft habt. Wenn ja, welches? Habt ihr auf die Farbe geachtet? Blöde Stimme hier. Habt ihr auf die Farbe geachtet oder habt ihr euch eins mit besseren Werten gekauft? Ab in die Kommentare und wir sehen uns dann nächste Woche. Tschüss!